Wir stehen hier in Lupfig, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Juli-Ausgabe vom Schweizer Zeit-Magazin. Hinter uns ein grosses Bauwerk, völlig ohne Fenster. Neben mir der CEO der Firma, die das Bauwerk betreibt, der Herr Franz Grütter. Er ist auch noch Präsident der SVP im Kanton Luzern und er gehört einem Initiativkomitee an, das sich für die Privatsphäre des Einzelnen einsetzt. Herr Grütter, wie heisst die Firma? Was ist in diesem Gebäude drin? Also die Firma heisst Green.ch, ein traditionelles Unternehmen. Und in diesem Gebäude hier innen, das aussieht wie ein Bunker, sind Daten, die Informatiksysteme, Daten von Unternehmungen aus der Schweiz, aber auch aus der ganzen Welt, die hier einen sicheren Ort haben für das Unterbringen von ihren Rechnern und vor allem von ihren Daten. Also ein riesiger Datenspeicher. Jetzt, wenn man links und rechts schaut, sieht man hinter dem Gebäude ein grosses Baugespann und vor dem Gebäude ein grosses Baugespann. Da ist einiges in Planung. Wie entwickelt sich der Betrieb? Was muss man aus diesen Baugespann schliessen? Ja, es ist so. Also das, was wir hier hinter uns sehen, das ist erst der erste Drittel von einem sehr grossen Projekt. Wir bauen hier für gesamthaft über 130 Millionen Schweizer Franken ein dreiteiliges Rechencenter. Das ist, wie gesagt, der erste Drittel. Wir tun aber hier nicht nur Rechner, Computer, Daten beherbergen, sondern wir schaffen auch Arbeitsplätze. Das heisst, die Leute, die es braucht, die Mitarbeiter, die es braucht, die zu diesen Systemen schauen, die brauchen auch Arbeitsplätze. Und darum entsteht hier noch ein Bürogebäude für 300 Arbeitsplätze, wo wir auch bereits alles ausgesteckt haben. Im Moment läuft das Baugesuch. Wenn wir Baubewilligung, da hinten haben wir Baubewilligung bereits, da werden wir im September mit den Bauarbeiten starten für die zweite Ausbauetappe. Für das Bürogebäude wird es noch etwas länger dauern, aber das Ziel ist eigentlich, dass wir hier nachher etwa 300 Arbeitsplätze haben, die hier an diesem Standort dann auch zu diesen Rechnern schauen können. Also, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, es geht heute um ein außerordentlich aktuelles Thema: Datenaufbewahrung, Datensicherheit, Datenschutz. Die Fortsetzung von unserem Gespräch findet jetzt im Inneren von dem Gebäude statt. Wir wechseln jetzt den Platz. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt im Inneren von dem Gebäude. Wir haben eine raffinierte Sicherheitsschleuse müssen passieren, sodass wir jetzt hier in Ruhe können über Probleme, über Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem Datenschutz und mit der Datensicherheit stellen, diskutieren. Wir sind in einem grossen, leeren Raum. Herr Grütter, was passiert in diesem Raum? Man sieht, da hinten haben die Arbeiter ihr Werk unterbrochen. Was passiert jetzt da hinten? Ja, das ist jetzt ein Raum. Es ist übrigens nur noch einer der wenigen Räume, die wir noch haben, wo wir noch frei haben. Also das ist ein Ort, der jetzt gerade eingerichtet wird, wo in ein paar wenigen Wochen ein grosser, international tätiger Konzern seine gesamten Rechner und vor allem Daten von diesem Unternehmen, die ganzen IT-Systeme, wird hierher bringen und hier installieren. Und die Einrichtungsarbeiten, das ist das, was jetzt hier gerade im Gang ist. Also das ist das Weltdatensicherheitszentrum für den Konzern, der hier entsteht? Also der SAP-Konzern, der jetzt hier reinkommt, ist eine börsenkotierte, global tätige Gesellschaft, hat in Asien, in Singapur, ein kleines Rechenzentrum und ein kleines in den USA, in Chicago. Und das hier wird das Hauptrechenzentrum nicht nur für Europa, sondern wo man dann auch einen Grossteil von allen Daten beherbergen. Wie lagern die Daten? Man kann ja Daten nicht biegen, sondern wie lagern die Daten? Ja, es ist letztendlich natürlich rein technisch gesehen fast wie daheim. Es sind Festplatten, das sind also wie ein PC, ein Harddisk. Da ist es natürlich in unglaublichen Mengen, während man im Privatbereich von Gigabyte redet, redet man heute hier in diesen hochgrossen, in diesen ganz modernen Rechenzentren von Tera, wie von Petabyte. Also das sind unglaubliche Datenmengen, die in Schränken, das sind so Racks, die man dort aufreihen aneinander, die dann also Schrank für Schrank am Schluss gefüllt ist mit
Festplatten und hier riesige Datenmengen dann hier gesichert und beherbergt werden. Und jede Niederlassung von dieser Weltfirma ruft, wenn sie braucht, die Daten hier von Lupfig in der Schweiz ab? Ja, die Unternehmungen, die tun heute die Daten, das ist etwas, man muss sehen, oder? Der Wert von diesen Daten ist, da geht es nicht nur darum, dass es Wissen ist oder Firmen Wissen ist in diesen Daten, das sind Kundendaten und das probiert man heute natürlich zu schützen. Vor allem muss es aber immer verfügbar sein, das ist ganz wichtig. Und darum tut man das heute eben in so hochsichere Rechenzentren, die auch hoch verfügbar sind. Und es ist effektiv so, da greifen nachher die Mitarbeiter, alle in dieser Firma, greifen nachher auf diese Systeme zu. Wie setzt sich Ihre Kundschaft zusammen? Ja, es ist so, dass wenn wir so Rechenzentren, wie wir hier jetzt gebaut haben, sind ja sehr hohe Investitionsvolumen, die hier investiert werden. Von dem her gesehen ist es so, dass es natürlich grosse Firmen braucht, damit man das, wo dann, also wie man hier sieht, ganze Hallen quasi bei uns belegen. Aber es sind auch KMU, wo kleine Fächer bei uns mieten können, fast wie früher ein Gefrierfach in der Käse, sage ich einmal, für die, die vielleicht nicht so bewandert sind auf dem Metier, kann man bei uns für ein paar hundert Franken im Monat kann man so ein Viertel-Rack mieten und kann seine IT auch hier tun. Und das ist dann also auch für eine KMU genauso geeignet, wie das für einen Weltkonzern auch Platz bietet. Sie haben internationale Kundschaft, Sie haben ausländische Kundschaft. Was ist für ausländische Firmen attraktiv an Lupfig an einem Ort in der Schweiz? Also es ist so, dass wir in den letzten 5 Jahren etwas erfahren haben, wo ich in dieser Art, auch wo wir das Projekt hier gestartet haben, nicht erwartet habe. Die Schweiz hat sich international wirklich zu einem Symbol fast entwickelt für einen erfolgreichen Rechenzentrummarkt. Wenn ich mit den Kunden rede, wieso dass sie ihre Daten in die Schweiz bringen, dann höre ich immer etwa die gleichen 4 Argumente. Wir haben hier eine sehr gute Infrastruktur. Das betrifft vor allem auch den Strom, also stabile Strominfrastruktur. Wir haben als Land stabile Verhältnisse, politische Verhältnisse, hohe Stabilität. Und wir haben hier auch noch ein gutes Datenschutzgesetz, das keine Willkür zulässt. Und letztendlich auch Fachkräfte, die genügend vorhanden sind, die nachher zu diesen Rechnern, zu diesen Anlagen, die wir ja schauen, zu diesen Servern, zu diesen IT-Systemen, die dann nachher die auch können warten, betreiben und unterhalten. Die ausländischen Kunden, sind das vor allem europäische oder hat es da auch amerikanische Konzerne darunter, auch fernöstliche? Wie sieht das aus? Wir haben heute Firmen wirklich aus der ganzen Welt, die hierher kommen. Der Grossteil der internationalen Kunden sind europäische Firmen, sind Firmen auch aus den USA, die heute hierher kommen. Es ist so, dass natürlich jetzt vor allem auch, jetzt wo man weiss, dass die Amerikaner ja sehr stark überwachen, selbst die Amerikaner, die Unternehmungen, eigentlich auch ein Bedürfnis haben nach einem guten Ort, wo sie Daten können beherbergen lassen. Und es ist also sehr lustig und auch sehr interessant, dass auch wir hier sehr viele Unternehmungen haben aus den USA, die ihre IT hierher bringen. Also der Herr Obama ist ein guter Geschäftskollege von Ihnen, der Ihnen Kunden hierher bringt. Ja, also lieber als Unternehmer freut es mich natürlich. Als Staatsbürger muss ich sagen, ist es natürlich bedenklich, wenn ich sehe, wie heute eben Bürger immer mehr überwacht werden und zu einem gläsernen Bürger drohen zu werden. Aber jetzt hier für unser Unternehmen ist tatsächlich ein starker Treiber auch und wir haben ein unglaublich starkes Wachstum erfahren. Wir sind auch hier in diesem Rechenzentrum, habe ich einmal geplant, dass wir im 2015, also erste 2 Jahre, etwa 80% Füllgrad haben. Wir sind jetzt 2 Jahre früher als geplant schon bei 80% Füllgrad angekommen und bauen ja jetzt aus, den nächsten Ausbauschritt. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es so einen Boom gegeben hat, weit über die Landesgrenze hinaus. Also die Schweiz entwickelt sich quasi zu einem international genutzten Datenzentrum, kann man sagen? Ja, also der Begriff kommt nicht von mir. Die Presse im Ausland, vor allem die deutsche Presse, Financial Times Deutschland, Süddeutsche Zeitung, haben grosse Berichte geschrieben. Die Headline war immer,
Daten sind das neue Geld der Schweiz. Die Süddeutsche hat geschrieben, das neue Gold der Schweizer sind Daten. Es hat eine hohe Ähnlichkeitsgeschäft mit dem Verwalten von Geld. Also wir geben uns hier alles Vertrauen, wir tun uns Daten anvertrauen. Der grosse Unterschied ist natürlich, ich tue hier nichts, also ich tue nicht Schwarzdaten beherbergen. Also juristisch könnten die Firmen alle problemlos auch in einem anderen Land ihre Daten beherbergen lassen. Bevor wir da ein bisschen zu den politischen Fragen übergehen, noch schnell die Frage, wie sind Sie auf den Namen gekommen, green.ch für Ihre Firma? Also viele meinen immer, das habe ich mit Ökologie und Nachhaltigkeit zu tun. Das hat es natürlich heute für uns, der Name hat eine Bedeutung in diesem Zusammenhang, weil wir ja sehr viel Energie auch verbrauchen. Aber die Wurzel ist ganz eine andere. Wir stammen ab vom Schweizerischen Bauernverband. Die Firma hat ganz ursprünglich agri.ch geheissen. Und wir haben es dann im Jahr 2001 hat man einen neuen Namen gesucht, der aber immer noch ein bisschen Bezug hat zur Landwirtschaft. Und hat dann sich für green.ch entschieden. Also der Name kommt aus dem Landwirtschaftsumfeld. Soll einer sagen, die Landwirtschaft hat den Rang zur Innovation noch nicht gefunden. Genau, oder, wenn man das gehört. Genau. Ja, es hat natürlich hochpolitische Aspekte. Die Frage von der Datenaufbewahrung, von der Datensammlung, von der Datensicherheit. Wir haben, das haben Sie bereits erwähnt, jetzt eine Situation, wo die ganze Welt eigentlich ziemlich konsterniert ist über das Ausmaß, wie die USA in Datenlagerungen eingedrungen sind und da Informationen daraus bezogen haben. Es sind selbst sogenannte befreundete Staaten, die sich vor den Kopf gestossen fühlen. Ein bisschen fast gelächert hat es einem zwar, wo man Frau Merkel hat gehört sagen, man hoffe, dass die USA die deutschen Gesetze achten, wenn sie sich in deutschen Datennetz bewegen. Wir könnten ja sagen, wir hoffen, die Deutschen machen das auch, wenn es Datenklauer auf die Schweiz loslassen. Aber jetzt einmal einfach die Frage, wie ist Ihre Firma von dieser Entwicklung betroffen? Sie haben gesagt, es bringt Ihnen neue Kunden, die Schweiz ist gefragt, aber ich meine, Datensicherheit vor Datenraub, was bedeutet das für Sie? Was geht Ihnen vor? Was machen Sie da? Ja, also zuerst muss man jetzt mal sehen, rein jetzt vom Datenschutzgesetz her gibt es grosse Unterschiede, vor allem jetzt in den USA. Wir haben ja schon lange vermutet in den USA, dass nach der 9-11, also nach der Attacke von 2001 in New York, wo man natürlich vom Terrorismus bedroht war, hat man schon lange gemerkt, dass ein höchstes Bedürfnis da ist, dass man eben kann, zugreifen auf Daten und Leute und Firmen überwachen. Jetzt, was die Amerikaner erlauben, und das ist hier nicht erlaubt, das ist eine Rasterfahndung. Das heisst, der Staat hat das Recht, präventiv nach zum Beispiel gewissen Wörtern, also wenn einer dauernd ein E-Mail verschickt, wo ich kenne die Wörter nicht, aber ich nehme an, wenn er immer Taliban und Osama Bin Laden und weiss ich nicht was drinnen schreibt, dann kommt er irgendwann in so ein Rasternetz ziehen und wird und kann und darf auch vom Staat her ab dann überwacht werden. Der Fall Snowden hat jetzt einfach sehr transparent aufgezeigt, dass das, was man schon lange vermutet, eben in einem ganz ausgeprägt grossen Stil gemacht wird vom amerikanischen Staat. Und da haben wir in der Schweiz im Moment eine Gesetzgebung, die das nicht erlaubt. Der Staat darf hier auch überwachen, aber nur bei einem Verdachtsfall. Und das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Wissen das die internationalen Kunden von Ihnen, die Daten hierher in die Schweiz bringen? Ja, jetzt muss man sehen, die Firmen, eben der Fall Snowden ist ja zuerst, seit ein paar Wochen ist ja der bekannt und wir haben ja den Trend, dass Firmen hierher kommen, nicht erst seitdem, sondern die letzten 4-5 Jahre. Angefangen hat das, wo damals der deutsche Staat hat angefangen, Geld zu zahlen, um an Daten herzukommen von Bürgern, in dem Fall von Bankkunden. Und ich habe hier gespürt, dass es Firmen gibt, die gesagt haben, und da geht es jetzt um Vertrauen. Wenn ein Staat heute Geld zahlt, um an meine Daten herzukommen, dann zahlt er vielleicht morgen auch Geld, um an die Daten von meiner Firma zu kommen. Und darum spielt sich in diesem Geschäft sehr viel auch ab,
subtil. Es geht um Vertrauen. In wem tut man die Daten anvertrauen? Und da hat die Schweiz nach wie vor einen exzellenten Ruf, den wir jetzt seit 150 Jahren uns auch erarbeitet haben, dass wir uns da an Sachen anvertrauen kann. Und ich habe eine grosse Firma kürzlich geholt, die ist von Frankreich hierher gekommen. Vor 3 Jahren ist der Entscheid gefällt. Das sind die, die die Bahnhöfe zugesehen sind. Alle haben gestreikt. Tankstellen haben keinen Treibstoff mehr verkauft, die Flughäfen waren geschlossen. Und dann hat mir ein grosser Konzern angerufen und gesagt, uns ist das einfach zu unsicher, wir kommen mit den Daten in die Schweiz. Also man sieht, da, es ist eine ganz breite Palette von Argumenten, die unter dem Begriff Stabilität und Sicherheit da in diesem Standort Schweiz eben eine gute Rahmenbedingung geben. Jetzt ist aber ja gerade der Finanzplatz Schweiz eines der Hauptopfer vor dem Datenklau gsi. Also das ist ein offenes Geheimnis, dass da sehr viel Datenklau und zum Teil auch eben von Staaten zahlte Datenklau stattgefunden hat. Kann man, wie bekämpft man derige Datendiebstahl? Also sind Daten da innen sicherer vor Diebstahl? Sie sind ja immer noch in der Schweiz und können immer noch mit Finanzen zu tun haben. Was macht man da? Also zuerst einmal zeigt ja der Fall, wie wertvoll Daten eben sind. Also es sind ja Millionenbeträge, die dort offeriert und gezahlt worden sind, um an Daten herzukommen. Es zeigt den Wert von diesen Daten. Und der Schutz, wir bieten primär einen physischen Schutz, also eine Zutrittssicherheit, eine Sicherheit, das wird alles überwacht. Wir haben hunderte von Kameras, also wir bieten hier primär einen physischen Schutz. Das allein genügt aber nicht. Heute wissen wir natürlich, es gibt Hacker. Wir wissen, dass sehr oft in den Unternehmen die Mitarbeiter selber, die dann Zutritt haben zu diesen Systemen, natürlich auch ein Risiko darstellen. Also in der Gesamtbetrachtung ist Sicherheit rund um Daten ist natürlich etwas, das nicht nur jetzt ein sicheres Rechenzentrum umfasst, sondern das ist auch der Kunde selber noch gefragt, dass er noch mit in seinem Unternehmen Richtlinien und Sicherheitseinrichtungen macht, die dann so einen Schutz geben. Ein hundertprozentiger Schutz, wie immer, ist auch hier natürlich nie gewährleistet. Wenn man mit Leuten vom Finanzplatz redet und ihnen die Frage stellt, in Bezug auf die Sicherheit von Bankdaten, dann weisen die immer darauf hin, dass bei den Bankdaten der Dollar eben das grosse Problem sei. Jede Bank tätigt Auslandgeschäfte und die Auslandgeschäfte werden offenbar nahezu ausschließlich in Dollar tätigt. Und alle Server für Finanzoperationen mit dem Dollar stehen in den USA. Dem kann man nicht entgehen. Und dass jetzt die USA dort eindringen und Sachen rausholen, die ihnen interessant scheinen, auch politisch interessant scheinen, das hat man gespürt. Ist jetzt so ein Zentrum, wie Sie es da aufbauen und betreiben, ist das jetzt allenfalls in der Lage, doch da eine gewisse Lösung zu bringen? Also, ich meine, es braucht natürlich auch einen Verkehr in einer anderen Währung, aber wäre das da geeignet, um so etwas aufzubauen? Ja, also die Amerikaner machen natürlich da wirklich Machtpolitik. Es ist ein ganz gutes Beispiel. Der ganze internationale Zahlungsverkehr läuft ja über die Firma SWIFT. Das ist dort, sobald ich eine Zahlung ins Ausland mache, geht das über die internationale Bankenclearingstelle. Interessanterweise hat auch SWIFT, das ist kein Geheimnis, das weiss man, ihr Hauptrechenzentrum von Belgien auch hier in die Schweiz verleiht, in die Ostschweiz übrigens, nach Diessenhofen. Haben dort auch für über 100 Millionen Franken alles in die Schweiz hier verschoben. Aber das allein ist natürlich für eine Bank trotzdem noch nicht gewähr, dass sie nicht von dem Markt ausgeschlossen werden. Also wenn die Amerikaner natürlich eine Bank vom Dollarhandel nicht mehr zulassen, dann ist das pure Machtpolitik und hat effektiv nicht mehr mit der Datenüberwachung als solches zu tun. Das ist ja der Fall Wegelin gsi, wo das passiert ist. Jetzt ist in der Schweiz Initiative lanciert worden, kürzlich zum Schutz der Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger. Mir ist bekannt, dass Sie sich, wo Sie gewusst haben, dass da ein Banker in Zürich, der Thomas Matter, die Initiative vorbereitet, dass Sie sofort sich gemeldet haben und gesagt, Sie möchten gerne das
Initiativkomitee. Sie als Spezialist in Datensicherung, was sind Ihre Motive, dass Sie bei dieser Initiative mitmachen wollen? Ich glaube, der Schutz der Privatsphäre des Einzelnen, aber auch der Unternehmungen, das ist ein ganz wichtiges Gut und auch eine Errungenschaft, die wir in diesem Land pflegen. Das ist auch eine Tradition. Und zwar nicht nur das Bankgeheimnis, es ist auch das Vertrauen zum Beispiel von der Steuerbehörde gegenüber dem Bürger. Generell, dass der Staat auf einem Fundament aufgebaut ist, wo er im Bürger eigentlich auf einer Vertrauensbasis gegenüber schafft. Und was wir jetzt gesehen haben, mit welcher fast Willkür da Gesetze über Nacht mit Notrecht geändert worden sind, die Initiative der Schutz der Privatsphäre will ja, dass für Schweizer das Bankkundengeheimnis, aber auch andere Schützenswerte wie Arztgeheimnis, Anwaltsgeheimnis, da gibt es andere Privatsphären, die auch geschützt werden müssen, will ja, dass das in der Verfassung verankert wird. Und wenn man die Verfassung abändern will, dann muss es dann eine Abstimmung geben. Und Volk und Stände müssen ja sagen. Und das war das, was mich hier motiviert hat, sofort, dass ich gesagt habe, ich gehe in das nationale Komitee und ich mache hier mit. Nun sind Sie ja ein gefragter Mann zur Zeit. Also seit da die Datenüberwachung von den USA bekannt worden ist, gibt es ja kaum eine grössere Zeitung oder ein Medium in der Schweiz, das nicht Sie um Ihre Meinung gefragt hat in Sachen Datenschutz. Sie haben schon darauf hingewiesen, dass der Datenschutz der Staaten, also der Datenhunger der Staaten, eigentlich ausgeht von der Terrorismusabwehr. Jetzt sind auch in der Schweiz Anstrengungen im Gang, die Überwachungsmöglichkeiten, also den Zugang zu Daten von den Sicherheitsbehörden aus, zu vergrössern. Und da hat man aus den Stellungnahmen, die Sie in den Medien abgegeben haben, dann erfahren, dass Sie sich mit dem Gedanken tragen, sich an einem Referendum zu beteiligen gegen diese Verschärfung. Was sind jetzt da Ihre Motive, dass Sie jetzt das Misstrauen, das Sie da im Staat gegenüber zum Ausdruck bringen? Also es geht hier um sogenannte BÜPF, einen ganz blöden Begriff, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, sagt es im Laien eigentlich nichts. Es ist das Bundesgesetz zur Überwachung, der Name sagt schon, das Bundesgesetz zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. Das tönt an sich noch harmlos. Um was geht es in diesem Gesetz? Wenn das sollte verschärft werden, kommt der Bund neues Recht über. Bei jedem, wenn er ein Verdachtsfall vorliegend ist, gehen sogenannte Bundestrojaner zu installieren. Er kommt sogar das Recht über in Privat, also in die Wohnung, ins Haus einzudringen, um das zu installieren. Und natürlich auch eine Vorratsdatenspeicherung, wo alle Telekommunikationsanbieter von den Kunden, von den Leuten, von den Privaten, 12 Monate alles müssen speichern. Jedes E-Mail, das gemacht wird, muss gespeichert werden. Jetzt, für mich gibt es natürlich zwei Motive. Eins ist die Firma selber, das kostet uns Millionen, die wir hier an Investitionen tätigen müssen. Das ist aber nicht das Hauptmotiv. Das Hauptmotiv ist auch hier, wir wollen nicht, dass der Staat plötzlich auch in eine Richtung geht, wie damals im Fischenskandal oder jetzt wie die Amerikaner. Es geht noch nicht so weit, das Gesetz. Also Rasterfahndung ist auch jetzt immer noch nicht erlaubt. Aber die ganze Überwachung, das muss man eindämmen, da muss man restriktiv sein. Und ich will, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen weiter attraktiv bleiben, dass wir weiterhin wirtschaftlich da können wachsen in diesem Geschäft. Und wenn das kommt, und das kommt jetzt ins Parlament, entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr, also wenn das im Parlament sollte durchgewunken werden, dann werde ich, und da bin ich am Vorbereiten mit ein paar Nationalräten und mit ein paar Informatikunternehmern und mit ein paar Verbänden, wo ich bereits im Gespräch bin, werden wir ein Referendum ergreifen. Also es kommt sicher nicht mehr dieses Jahr ins Parlament. Man hat die Tage können lesen, dass es bereits in der ständerätlichen Kommission ins Stocken geraten ist. Jetzt werden zuerst noch Hearing veranstaltet, wo Sie dann wahrscheinlich auch antreten müssen. Also offenbar ist da schon eine gewisse Zurückhaltung gewachsen aus dem heraus, was da in den USA passiert ist. Nur einfach kurz. Erstens, was ist ein Trojaner? Und zweitens, wie ist der Begriff Verdachtsmoment
definiert, wo er dann der Behörde würde erlauben, etwas zu unternehmen? Also zuerst ein Trojaner, das ist ein Stück Software, ein Programm, wo ich, nehmen wir bei Ihrem Beispiel, wenn ich Sie überwachen will, installiere ich die Software bei Ihnen auf dem Computer installieren und ab dann wird alles, was Sie machen, bei Ihnen am PC wird aufgezeichnet, kann übermittelt werden. Und heute im Notebook haben Sie sogar noch Kameras drin, Sie haben Mikrofons in den Notebook, also man kann Sie komplett überwachen. Alles, was Sie machen, was Sie schreiben, was Sie sagen, was Sie, also Sie sind ab dann vollumfänglich überwacht. Und Verdachtsmoment, ich habe das BÜPF gelesen und das Verdachtsmoment, das ist sehr vage formuliert, also das kann ein relativ geringer Verdacht sein, wo man das Gefühl hat, die Person könnte hier auch noch involviert sein und ab dem kann man ihn überwachen. Politische Gegner kann auch Verdachtsmoment sein. Ist nicht so explizit beschrieben. Also da gibt es dann eine richterliche Auslegeordnung und auch eine Beurteilung, was jetzt ein genauer Verdacht ist und was nicht. Das ist nicht, im Gesetz nicht genau spezifiziert. Zusammenfassend, sagen Sie mir, ob ich das richtig sage. Sie sind der Auffassung, dass Datenaufbewahrung und Datensicherung soll in privaten Händen sein, von Firmen, die untereinander im Wettbewerb stehen, die im Wettbewerb verlieren, wenn sie Fehler machen, wenn sie liederlich sind. Hingegen, im Staat muss man auf die Finger schauen, weil beim Staat können andere Interessen als eben nur die Terrorismusabwehr oder eben die weite Definition von Terrorismusabwehr eine Rolle spielen. Dort können Sie zur Zurückhaltung auffordern. Richtig, also der Staat darf nicht zu einem Überwachungsstaat werden. Er soll Möglichkeiten haben, das gibt es jetzt schon, er soll Möglichkeiten haben, wenn ein begründeter Verdacht vorliegt, zu intervenieren. Aber ansonsten hat der Staat nicht die Nase in alles einzustecken. Und das ist ein Teil unserer wirtschaftlichen Stärke, die wir hier haben, die uns auszeichnet. Und zu dem müssen wir Sorge haben. Das ist jetzt der Staatsbürger und der Politiker, der aus der Kenntnis heraus, die er aus seinem Betrieb hat, eine ganz dezidierte Überzeugung äußert. Richtig. Wir tun hier noch mal unterbrechen. Wir gehen in einen anderen Raum. Wir gehen in die Notstromgruppe von diesem Betrieb, weil der Betrieb enorm Energie braucht und selbstverständlich, weil die Energiepolitik eine Rolle spielt über die Funktionsfähigkeit von diesem Betrieb. Dem wollen wir den letzten Teil von unserem Gespräch widmen. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind jetzt in der Notstromanlage von der Firma GreenCH. Wenn man da innen ist, ist man beeindruckt von 4 mächtigen Dieselmotoren. Nächstens soll noch ein 5. da innen kommen. Herr Grütter, was haben die Dieselmotoren für eine Funktion? Ja, also sie tun primär dann die Stromversorgung übernehmen, wenn wir da jemals einen Stromunterbruch haben. Dann tun die Motoren hier während über 7 Tagen können wir hier völlig autonom, autark Strom produzieren. Wir haben vor dem Gebäude aussen 95'000 Liter Dieseltank und können also Endausbau, es kommen ja eben noch weitere Module, also wir werden im Endausbau 15 Generatoren haben, an je 3'000 PS, also 45'000 PS. Wir können hier Strom produzieren für fast 20'000 Haushaltungen, einfach um ein bisschen Dimension aufzuzeigen, wie viel Energie hier auch verbraucht wird. Heisst das, dass der Inhalt von diesem Gebäude da gleich viel Strom braucht wie 20'000 Haushaltungen, also jeden Tag im Dauerbetrieb? Endausbau, wenn das Rechenzentrum die 2 weiteren Module gebaut sind, im Moment sind wir noch nicht dort, das ist ja erst der 1.3. Wir sind im Moment bei ungefähr 6 Megawatt, das sagt aber nicht so viel. Endausbau ist das 2x 20 Megawatt als Vergleich, das ist ungefähr der Stromverbrauch von einer Stadt Spreitenbach. Ah ja, ja, das ist ja so recht viel, wenn man denkt, was in Spreitenbach alles für Infrastrukturanlagen stehen. Also das ist ein enormer Strombedarf. Und damit ist klar, dass Sie ein Interesse haben an der Energiepolitik von unserem Land. Sie haben einführend gesagt, dass für einen ausländischen Kunden die Gewährleistung von der Energiezufuhr
außerordentlich wichtig sei, wenn sie sich entscheiden, wo dass sie ihre Daten wollen, gesichert haben wollen. Was ist Ihre Position zur gegenwärtigen Energiepolitik? Da ist ja einiges im Umschwung. Da bin ich überzeugt, dass Sie da Ihre Meinung haben und die auch bekannt geben wollen. Genau. Also, ich glaube, es gibt drei wichtige Sachen. Das eine ist natürlich, wir brauchen hier innen sehr viel Energie. Und die Energie, das ist ein Erfordernis, das liegt in der Natur des Geschäfts, die muss höchst stabil und höchst verfügbar immer da sein. Also, wir brauchen eine stabile Energieversorgung. Dann muss sie bezahlbar bleiben. Also wenn wir Strompreise haben, die plötzlich doppelt oder noch mehr so teuer werden, dann verliert das Land an wirtschaftlicher Attraktivität. Das ist das zweite wichtige Element. Und das dritte für uns genauso wichtig ist, und das machen wir heute schon hier, ich habe natürlich ein allerhöchstes Interesse, dass wir energieeffiziente Technologien einsetzen können. Wir haben allein hier für zig Millionen Technologien verbaut. Speziell erwähnenswert ist eine Gleichstromtechnologie, die weltweit als Vorzeigeobjekt gilt, wo wir den Stromverbrauch um fast 20% reduzieren können. Also es ist ein Mix zwischen stabile Stromversorgung, bezahlbar, aber auch sehr energieeffizient arbeiten. Wenn man daheim oder unterwegs am PC sitzt, dann hat man immer den Eindruck, das braucht ja gar nicht viel Strom. Also das ist fast gratis. Für was brauchen Sie denn überhaupt derartige Mengen an Strom? Das ist ja einfach die andere Seite des PC, wo man benutzt. Warum braucht es dort plötzlich so enorm viel Strom? Ja, ich glaube, viele Leute sind sich das gar nicht bewusst, dass wenn sie im Internet surfen, dass wenn sie in Google eine Abfrage machen, dass wenn sie eine E-Mail verschicken, dass sie, wenn sie Bilder und Filme sich oben abladen im Internet, dass das von irgendwoher muss kommen. Und das irgendwoher, das sind Rechenzentren. Also jeder von uns trägt täglich dazu bei, dass man eben eine Infrastruktur hat, die dann die Daten liefern kann. Und von dem her gesehen ist der Bedarf, das Speichervolumen wächst ja jährlich 40-45%. Und das braucht Platz und das muss irgendwo untergebracht sein. Und das sind eben dortige Rechenzentren, die es dann halt braucht. Und die Rechner, die Server, die Computer, die brauchen nicht nur Energie für ihre Prozessoren, sondern sie tun leider zwei Drittel von der Energie umwandeln in Wärme. Das heisst, wir brauchen hier innen auch noch relativ viel Energie, um die Wärme wieder abzuführen und die Rechner zu kühlen. Also das ist wirklich sehr ein energieintensives Geschäft. Sie brauchen Strom in der Grössenordnung von einer Gemeinde da aus der Nähe, die erheblich Strom braucht. Sie sagen, Sie sagen darauf angewiesen, dass der Strom bezahlbar ist. Sie sagen aber auch, Sie sagen darauf angewiesen, dass der Strom regelmäßig fließt, dass er also nicht grossen Schwankungen ausgesetzt ist. Jetzt, wenn man sich mit diesen Energiediskussionen und den Themen, die dort zur Sprache kommen, befasst, dann stellt man doch fest, dass gerade mit den alternativen Energien gewisse Schwankungen eigentlich vorprogrammiert sind. Also ich habe schon gehört von einer Firma, die sagt, unser Albtraum ist, wenn die Sonne scheint und gleichzeitig noch ein starker Wind geht, dann gibt es Schwankungen im Stromnetz, die uns das grösste Problem schaffen, wir, die regelmässige Stromzufuhr brauchen. Ist das bei Ihnen auch so? Also das Problem betrifft Sie auch? Ich habe kürzlich der chinesische Botschafter von der Schweiz hier zu Besuch hatte, zusammen mit dem Aargauer Regierungsrat, sind sie das Rechenzentrum anschauen. Ich hatte auch kürzlich Leute aus Indien hier. Und die haben mich gefragt, wie manchmal pro Woche dass die Dieselgeneratoren anlaufen. Und da habe ich gesagt, die sind noch nie angelaufen, ausser wenn wir sie routinemässig testen. Oder wenn es zur Einspeisung gebraucht werden. Das heisst, im Ernstfall sind sie noch nie angelaufen, nur zur... Richtig, also wir lassen die alle Quartale an und einmal im Jahr machen wir sogar einen sogenannten Inseltest, machen, wo wir physisch das Rechenzentrum vom Strom wegnehmen, um zu schauen, ob das auch scharf alles läuft. Aber Ernstfall, einen Stromunterbruch hier, haben wir noch nie gehabt und das ist jetzt schon bald 2,5 Jahre im Betrieb. Und als ich das denen gesagt habe, haben die das fast nicht glauben können. In diesen Ländern gibt es
Tage, Dienstag, Donnerstag oder an ungeraden Tagen, wo ganze Gebiete keinen Strom haben, weil es instabil ist, weil Kraftwerk, weil die Leistung nicht mehr da ist. Und wenn wir in Zukunft solche Zustände in der Schweiz nicht haben wollen, und das ist mitunter ein Grund, wieso das Unternehmungen heute in die Schweiz kommen, ist ein Teil von der wirtschaftlichen, von unserem Vorteil, den wir hier zu bieten haben, dann müssen wir wirklich aufpassen, dass wir eben weiterhin Bandenergie produzieren, also nicht nur Photovoltaik. Ich bin überhaupt nicht gegen Photovoltaik. Ich habe übrigens auf meinem Hausdach oben auch alles voll gepflastert mit Photovoltaik. Das ist eine gute Geschichte. Aber hier produziere ich im Winter fast 2 Monate keinen Strom und die Nacht logischerweise auch nicht. Und wenn es Wüstwetter ist, auch nicht. Also, was wir brauchen in der Schweiz, ist weiter eine sichere, stabile Bandenergieversorgung. Und das liefert noch nicht einfach einmal halt eben Kraftwerk, wo dann Tag und Nacht rund um die Uhr, Sommer und Winter immer ins Netz einspeisen können. Damit sich die Zuschauer vorstellen können, als Benutzer von einem PC und weiss ich was für andere Geräte, wie so etwas abläuft. Beschreiben Sie jetzt einmal, was da in diesem Raum würde passieren, wenn jetzt, sagen wir mal, ein grosses Kraftwerk, das Ihnen sonst den Strom täglich liefert, eine Notabschaltung müsste machen. Also das Rechenzentrum wird von einer hochentwickelten Technik, wird das Stromnetz permanent überwacht. Sobald das Netz, wir dürfen ja nicht erst das ganze in Betrieb setzen, wenn der Strom schon weg ist. Also wir müssen in Windeseile, sobald die Spannung unter einem bestimmten Wert sinkt, lassen wir die Dieselgeneratoren an. Das sind Mordsteile, die brauchen etwa 15-20 Sekunden, bis die unter Volllast laufen. Die sind übrigens immer beheizt, die kann man sofort auf Vollpower laufen. Und weil es eben etwa 20-30 Sekunden braucht, das, in dieser Zeit müssen wir die Stromversorgung auch gewährleisten, haben wir zusätzlich hier noch ganze Hallen gefüllt mit über 4'500 Batterien, wo wir das gesamte Rechenzentrum werden, rund 20 Minuten können am Strom haben, bis dann die Dieselgeneratoren laufen. Und ab dann sind wir hier tagelang völlig autark in der Lage, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Also das kann man so sehen. Jeder, der einen PC braucht, nimmt selbstverständlich an, dass der PC immer läuft, wenn er darauf drückt und ihn benutzen will. Damit das möglich ist, müssen Sie da immense Installationen machen, wo der Konsument eigentlich keine Ahnung hat davon, wo ein Konsument aber immerhin könnte klar machen, es ist nicht ganz nebensächlich, ob der Strom bei uns regelmäßig fließt. Und ob wir schwankungsfreien Betrieb haben. Wie würde sich jetzt, oder können Sie mit Ihren vorgeschalteten Batterien eine Schwankung im Stromnetz vollkommen auffangen, dass also der Mensch am PC nichts davon merken würde? Ja, das ist wirklich so. Also wenn da im Sommer ein riesiges Gewitter wäre und die Stromnetze tatsächlich würden zusammenbrechen oder auch nur einzelne Kreise, dann müssen wir hier innen, müssen wir in der Lage sein, die Stromversorgung zu gewährleisten. Das ist ein Teil von dem, was ich quasi als Garantie meinem Kunden abgebe. Und man muss heute sehen, viele sind sich gar nicht bewusst, wie abhängig wir heute von Rechenzentren geworden sind. Und das ist automatisch gesteuert. Also wenn in dem jetzigen Moment, wo wir hier schwätzen, etwas passieren würde, dann würde da hinten mit gewaltigem Gebrüll die Motoren genau anfangen laufen. Das ist so. Also das ist, da ist keine menschliche Interaktion notwendig. Das wird vollautomatisch ausgelöst. Kommt also eine ganze Maschinerie kommt dann ins Rollen. Und also wenn wir das einmal testen, das ist meistens nachts irgendwann, dann ist also da innen ist dann fast wie der Hölle, also dann wird das alles in Betrieb gesetzt. Oder? Teilen Sie die Sorge, die Firmen äußern, in Bezug auf die Stromschwankungen, in Bezug auf eine gewisse Unsicherheit, die man sieht in der Strombelieferung, teilen Sie die Sorge oder haben Sie den Eindruck, wir sind da abgesichert, das kann uns eigentlich kein Kummer mehr machen? Also kurzfristig mache ich mir noch keine Sorgen. Ich bin aber überzeugt, dass der überhastige Ausstieg aus der Atomtechnologie die Entscheidungen in einer Krisensituation gefällt worden sind, wo nicht also da ist unüberlegt gehandelt worden. Ich bin überzeugt,
dass es die Energiepolitik, so wie sie jetzt aufgeleistet ist, noch massive Korrekturen braucht. Und ich hoffe, dass die Schweizer Politiker, aber auch die Bevölkerung, die Bedeutung von dieser sicheren, stabilen und bezahlbaren Stromversorgung erkennen und auch in Zukunft zu Energieversorgungstechnologien Ja sagen, die vielleicht auch umstritten sind. Man spürt in Ihrer Antwort die Offiziersschulung, die Sie durchlaufen haben, wo man lernt, in einer Katastrophe nie eine grundlegende Änderung einführen. Das ist, ja, also es ist ein alter Führungsgrundsatz, wo man tatsächlich in der Offiziersschule lernt, in Krisensituationen sind keine Grundsatzentscheidungen zu fällen. Schon führen und schon entscheiden, aber nicht Grundsatzentscheidungen. Und da ist es ja so gesehen, nach Fukushima ist ein Nachmittag, hat man den Atomausstieg beschlossen, ohne irgendein Konzept zu haben. Und das ist nun einfach wirklich schon fast verantwortungslos. Und die Leute merken es ja jetzt, wir merken es ja jetzt, dass man hier wahrscheinlich etwas korrigieren muss. Man traut es wahrscheinlich noch nicht laut zu sagen, oder? Jetzt ist natürlich in voller Diskussion, dass sich auch im Preis etwas wird ändern beim Strom. Also die Umstellung auf Alternativenergien, die sogenannte Energiewende, die man da einleiten will, das ist klar, das wird kosten. Das wird auch Wien kosten. Haben Sie da schon Vorstellungen? Also es werden die Preise genannt, dass es da einen 15-rappigen Aufschlag gibt und so weiter. Haben Sie Vorstellungen, was das für Folgen wird haben? Also wenn man nach Deutschland schaut, wo ja gerade auch jetzt in der Photovoltaik ja Milliarden investiert hat und das staatlich auf allerbreitester Front gefördert hat, dann sind da natürlich mit diesen Fördergeldern hat es ja zu Energiepreisen geführt, die heute rund doppelt so hoch sind, je nach Kategorie, fürs Kilowatt. Und da bin ich überzeugt, dass wenn das so weit kommt, dass wir auch hier doppelt so hohe Energiepreise haben, dann weiss ich von sehr vielen Unternehmungen, übrigens nicht nur in unserem Umfeld, dass die sagen, dann muss ich wirtschaftlich an einen anderen Ort hergehen, weil wir es uns einfach nicht mehr leisten können. Die Anziehungskraft vom Datenschutzplatz Schweiz, Sie haben ja das vorher mit dem Finanzplatz eigentlich verglichen, würde aus Ihrer Sicht klar leiden, wenn es jetzt bei uns im Strompreis eine markante Änderung nach oben gibt? Wissen Sie, ich stelle ein interessantes Phänomen fest. Ich habe hier weltweit tätige Konzerne, die sehr wohl auch auf Nachhaltigkeit bedacht sind. Und wir bieten schon viele Jahre Strom an, hier innen, für Kunden, Strom aus erneuerbarer Energie. Was ich feststelle, ist, die Firmen, wenn es mehr kostet, nehmen sie es nicht. Wenn ich aber im Kunden eine neue Technologie bieten kann, wo ich den Energieverbrauch reduzieren kann, also wo ich nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch etwas, einen Anreiz schaffe, dann funktioniert das. Und darum bin ich ein vehementer Gegner mit, ich glaube, Lenkungsabgaben. Verteuerung von Energie ist nicht die Lösung. Aber neue Technologien, innovative Cleantech heisst ja das heute, die Technologien, die muss man fördern. Und dann ist es auch ein Anreiz, weil dann spart man am Schluss auch Stromkosten. Fördern ist so ein zwiespältiges Wort. Ich meine, fördern, da gibt es so und so viele, die finden, ja, fördern und dann laufen Subventionsgelder, dann kommt da Mana. Müssen wir nicht eher sagen, man müsste vor allem den Markt spielen lassen? Also völlig klar. Also wenn ich hier bei uns schaue, ich habe in die Gleichstromtechnologie haben wir mehrere Millionen investiert. Und das war ein Businessplan, den ich gemacht habe. Ich habe gewusst, ich tue so viele Millionen investieren, ich spare so viel Energie. Das bringt mir pro Jahr so viel Ersparnis. Ich habe nach 3 oder 4 Jahren habe ich einen Return on Invest und damit ist es ein Businessplan. Und ich habe gleichzeitig die Ökologie gefördert. Also nur mit staatlichen Hilfe, also das sehe ich überhaupt nicht, dass der Staat da muss auf breiter Basis solche Sachen fördern. Meistens ist es ja so, dass das, was der Staat fördert, kommt ja dann am Schluss gleich nichts raus, oder? Also das muss man schon der Wirtschaft überlassen. Gut, ich glaube, wir haben das Wesentliche gesagt zu Ihrem eindrücklichen Betrieb. Haben Sie noch ein Anliegen, das Sie noch besonders möchten, zur Geltung bringen jetzt zum Schluss von dieser Sendung? Ja, also es ist ja ein Zufall, dass wir die Sendung jetzt gerade heute haben. Das haben wir nicht gewusst, aber ich glaube, man sieht die Bedeutung, die Wichtigkeit heute von dem Standort Schweiz. Und ich hoffe, dass
also auch der Gesetzgeber, dass er die Bedeutung von dem Standort erkennt und eben Rahmenbedingungen schafft oder sie nicht verschlechtern, dass wir auch in Zukunft auch wirtschaftlich eine gute Basis haben. Danke vielmals. Das war der Herr Franz Grütter, CEO von der Firma Green.ch, wo wir heute zu Gast waren. Ein rasch wachsendes Unternehmen, das sich auf Datenlagerung und Datensicherung spezialisiert hat und offensichtlich weltweit eine gesuchte Firma ist. Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihnen können Kenntnis vermitteln über etwas, was sich in der Schweiz tut, was Sie bis jetzt wahrscheinlich noch nicht gewusst haben. Das wäre der Zweck von dieser Sendung sein. Ich hoffe auch, dass Sie mit den politischen Rahmenbedingungen, die so etwas entstehen lassen, wachsen lassen oder eben auch behindern, ein bisschen vertraut worden sind und dass das gewisse Anregungen zum Nachdenken gegeben hat. Damit ist unsere heutige Sendung am Ende. Wir sehen uns das nächste Mal wieder am Freitag, 30. August. In der August-Sendung vom Schweizer Zeitmagazin ist die Abstimmungsvorlage vom 22. September das Thema, nämlich die, wo es um die Initiative geht, die Wehrpflicht in der Schweiz abschaffen will. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend. Auf Wiedersehen miteinander.